Arrogante! Also, wie ich mitbekommen habe, kann ich dir erzählen, wie ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit entspricht und so, ne? Alter, weg von Arafat und so, ne? Arafat hatte seine Rechte, sein Dienst, weil er hat unterschrieben halt, ne? Es ist halt so, Bushido hat unterschrieben bei ihm. Also kann man sagen, was man will. Er hat bei ihm unterschrieben. Bushido hat ihm gesagt, ich gebe dir 5 Millionen und 2 Alben gebe ich dir. Aber Arafat, lass mich frei. Arafat ist aber nicht käuflich. Und dann ist Bushido zu Ashraf gegangen. Hat gesagt, ey, ich will weg von diesem Vertrag, so und so. Arafat hat gesagt, nein. Arafat wollte weiter nicht. Dann hat er gesagt, okay, dann mach ich das mit Gericht. Dann mach ich das. Er wollte ihm 5 Millionen Cash geben. 5 Millionen Cash. Also 5 Millionen Euro. Plus 2 Alben. Gib mir das mal. Wie viel das wert ist. Okay. Aber er wollte nicht. Er hat gesagt, nein, ich will, dass du unter Vertrag bist. Okay, ich habe eine Frage. Muss nicht irgendwie Bushido Steuern bezahlen? Was ist mit Steuerhinterziehung? Bushido zahlt seine Steuern. Macht diese Filme nicht. Nein. Walla Billa, nein. Irgendwas läuft da. 2,2 Millionen müssen gar nicht bezahlt werden. Ja, Holpi, das Verfahren läuft weiter. Weil man munkelt, es gibt neue Sachen. Verdeckte Ermittlungen, die aufgedeckt worden sind. Tust du auf Opfer? Ich will gar nicht darüber reden, weil du bringst mich gerade dazu. Du bringst mich gerade dazu, Sachen zu sagen. Rede, was du willst, aber rede Bushido nicht schlecht. Weil Bushido hat die Jugend geprägt, was früher angeht. Holla, ich hab vergessen, sorry. Ich wusste nicht, dass du es bist, Mann. Holla, du bist ein guter Freund, ja, weil wenn ich sage, unterlass das mal für mich. Komm, beleidige mich doch, Fink Bushido. Komm, beleidige mich, komm. Unterlass das wegen für diesen Bart. Verkauf mich doch, ja, Ellie. Respektierst du diesen Bart hier? Für diesen Bart hier, unterlass das mal. Ich küsse ihn, Khalas, Walla, wegen deiner Augen. Barello, eine Frage, Walla, guck mal, eine Frage. Ich bin kein Geier oder so, ne, aber ich hab auch nicht viel Geld. Ich hab dir letztes Mal 300 Euro geschickt, bei Allah. Warum schickst du mir nicht zurück? Ich hab dir öfter was geschickt. Ich schwör, meine Mutter, du hast mir noch nie was geschickt. Ich schick dir später. Sag Wallah? Schickst du einen Löwe? Inshallah. Inshallah, okay, Bruder. Okay, ich mach Frieden mit dir. Weil, Bruder, ich hab auch kein Geld. Ja, Wallah, Billah, ich hab auch kein Geld, Bruder, ja?